Shalom Aleichem. Wir lernen weiter Orchot Tzadikim, heute Schar 11, Schar Acharata. Wir lernen heute über Reue. Reue. Reue ist eine Sache, die der Mensch hat etwas gemacht und er bereut es. Ich hätte es nicht machen sollen. Schade, tut mir weh. Er fühlt sich nicht wohl und nicht angenehm mit das, was er hat gemacht. Wir werden bald sehen, ein Mensch kann bereuen schlechte Sachen, die hat er gemacht. Warum habe ich so gedacht? Warum habe ich so gesagt? Warum habe ich so getan? Es tut mir weh. Es nicht passieren soll. Es tut mir leid. Oder wenn ein Mensch hat gute Sachen getan und er bereut. Warum habe ich ihm geholfen? Warum war ich gut zu ihm? Warum habe ich gute Sachen getan? Es lohnt sich nicht, gut zu sein und so weiter. Tolle Thema. Tolle Thema. Und wir werden lernen sehr viel spannende Sachen in diesem Schar, weil wir lernen davon sehr, sehr viel. Reue ist eine Sache, die der Mensch hat etwas getan oder gesagt und er will zurückmachen. Er ändert seine Meinung, ändert seine Gefühle und er denkt, das, was er hat gemacht, ist nicht richtig. Es ist ein super Vorteil. Es ist sehr menschlich. Es ist eine höhere Stufe. Es gibt Menschen, die sind so stur mit sich, so mit falschem Stolz, dass alles, was sie machen, alles, was sie reden, stimmt 100%. Und einer sagt, das, was hast du gesagt, ist nicht in Ordnung. Es ist nicht schön. Es ist beleidigend. Er will nicht zugeben. Aber wenn ein Mensch gibt zu, Entschuldigung, sorry, es war ein Fehler, ich hätte es nicht sagen sollen, ich hätte es nicht machen sollen, er gibt zu. Das heißt, in anderen Wörtern, der Mensch weiß, ich bin nicht in Ordnung, ich bin nicht vollkommen, ich bin nicht vollständig, ich bin nicht ein Tzadik. Ich bin kein Engel, ich bin ein Mensch. Es ist nicht in Ordnung, ich bereue es. Mit Charet. So wie wir sagen jetzt am Yom Kippur, haben wir gesagt, Becholoin is Charat no Boin, an alles, was habe ich versprochen und nicht getan, Baruch Ato, Adino Eleinu Melech Olam Shekinah Dvorah. Ich bereue es. Diese Sache, dass der Mensch hat Reue, ist eine super Sache zu machen, Tshuva. Und der Orchos Tzadikim gibt hier ein Statement. Ich glaube, dieser Gedanke ist eine Sensation. Ich zitiere seine Wörter. Wenn einer hat einen Fehler gemacht, wenn einer hat gesündigt und er bereut es, es ist, als ob er hat nicht gesündigt. Und man kann nicht umkehren und Tshuva machen ohne Charote. Ohne Reue, ohne sich zum Herzen nehmen in Gefühle. Das, was habe ich getan, diese Anerkennung, dieses Verständnis, diesen Ayayay, diesen Schmerz im Herzen, dass das, was habe ich getan, war falsch. Das heißt, wenn ein Mensch hat etwas getan, ich gebe ein Beispiel. Ein Mensch fährt mit seinem Auto, hat getötet ein Tier, eine Gazelle, ein Hund. Ich rede jetzt sogar Tiere. Tut ihm weh, sein Unfall, aber trotzdem libon nokfo, sein Herz schenkt so, ach, schade, warum es mir passiert. Schade, es hätte nicht passieren sollen. Ich hätte vielleicht bewegen konnte. Was hat das, was will mir Hashem damit sagen, dass die Tier ist gelaufen zu meinen Rädern? Es ist schon bei Tieren, tut weh. Und jahrelang, ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren, ich glaube es war mein Papa, soll gesund sein, hat er in Israel mit dem Auto
eine Katze oder sowas überfahren. Ich kenne noch meine Gefühle als Kind. Das war, oh, schade. Es nicht passieren soll und es tut weh. Und man hat so Charata, Reue. Das heißt, wenn ein Mensch hat eine Reue und er weiß, es war ein Fehler, dann ist der beste Weg zum Tshuva. Ich rede nicht jetzt eine, der immer sagt Entschuldigung, Entschuldigung und macht immer dasselbe. Das ist nicht in Ordnung. Aber wenn einer sagt ein Gebet, Slachlon, wir sagen doch dreimal am Tag, weil ein Mensch kann nicht 100% befreit sein von böser Rede, von Plotkes, von Zeitverschwendung. Aber irgendwann und jeden Tag, es war Korban Tamid. Und der Mensch konnte Nachmittag auf dem ganzen Tag bereuen, wie er konnte der Zeit besser qualitativ nutzen. Wenn einer aber tut weh andere Leute, regelmäßig, ohne Reue, der König wird es ihm nicht anerkennen. Deshalb, ein Mensch soll immer beten und bereuen mit Herzen und mit Gefühlen und soll er es sagen, es tut mir weh, es schmerzt mir. Es tut mir leid, das, was habe ich dich getan. Du bist mir wichtig. Schade, ich hätte es nicht sagen sollen. Und das wird ihn bringen zum Überlegen beim nächsten Mal. Wie hat mir einer gesagt? Wenn ein Mann und eine Frau streiten, mit den Jahren durch die Reue, der Streit wird selten und die Versöhnung wird schneller. Man streitet immer, man diskutiert immer, es ist normal, es gehört zum Leben. Menschen haben andere Eigenschaften, aber es gibt Wörter mit den Jahren, die tabu sind und die werden nicht mehr in den Mund rausnehmen. Man achtet, es gibt Wörter, was man sagt nicht. Man sagt nie am Leben. Man redet nie von Trennung, man redet nie von Scheidung. Also das kommt nicht in Frage. Das sagt man nicht. Es gibt ein paar Wörter oder Schimpfwörter oder Beschuldigung von außen. Oder es gibt Sachen, die sind tabu. Die werden nicht gesagt. Der Mann hat nichts dafür, wenn er ist dick oder mit Glatze oder mit, was weiß nicht, oder spricht nicht Deutsch. Keine Ahnung, also es ist kein Grund, jemanden zu beleidigen. Aber es gibt Sachen von Charakter, die bringen doch Verstrickungen. Und deshalb muss man sich bereuen und beten zu Hashem und im Herzen denken, ich werde es nicht mehr tun, ich werde es nichts mehr machen. Jetzt kommt eine Sensation wieder. Also die erste Sache ist, dass wenn ein Mensch hat bereut, Hashem stioniert, annulliert, radiert, ausmarkiert, gibt ihm ein neues Blatt, eine neue Chance, wenn er hat nur Charata, nur Reue. Jetzt sagt der Ochos Tzadiki, wenn einer macht was Gutes und bereut es später, verliert er seine Belohnung. So steht geschrieben in Kiddushin, Seite 40b. Du hast zum Beispiel gegeben, mein armer Mann, Tzedakah. Hast du jemand geholfen, unterstützt, gespendet, geliehen und nach einer gewissen Zeit hat er dem anderen geärgert, beleidigt, undankbar gewesen. Sei vorsichtig, nicht zu bereuen, das Gutes, das Feines, was hast du getan. Weil während das Geben, wenn hast du gegeben, seine Belohnung. Er sagt hier etwas, hör mal gut zu, was er hier sagt. Wenn ein Mensch hat etwas Gutes getan, soll er es nie bereuen. Es gibt Menschen, die sagen, habe ich ihm so viel geholfen, schade, es war Zeitverschwendung. Ich konnte mit dieser Zeit was anderes, was Besseres, was Alternatives zu tun. Ich habe geholfen, ich dachte, ich hätte, ich konnte. Du verlierst zwei Sachen. Eins, die gute Sachen, die hast du getan, war wirklich Zeitverschwendung, wenn du sowas sagst. Zwei, das Gute, was hast du getan, wird von Hashem stioniert, radiert. Das ist unglaublich. Zum Beispiel, eine kommt zum Brit Mila, zum Beschneidung.
Und dann kommt er ein bisschen zu spät. Er sagt, ach, schade, dass ich bin gekommen. Hat man mir nicht die richtige Zeit gesagt, er ist sauer. Aber du bist doch gekommen. Hast du da gemacht die Mitzwe? Das ist nicht passiert, das ist nicht deine Sache. Wenn einer ist gekommen in die Synagoge und es war keine Minyan, keine 10 Leute. Sagen wir, einer lebt in einem kleinen Dorf. Okay? Er lebt in Gießen. Und alle Gebete von Rosh Hashanah waren Minyan. Minche, der letzte Gebet, waren nur 8 Leute. Ein Mensch soll nicht sagen, ach, schade, dass ich gekommen bin. Nein, du bist gekommen, du hast gemacht eine Mitzwe. Gute Gedanke, Hashem zählt wie eine volle und vollständige Handlung. Genauso, ein Mann oder eine Frau hat gemacht, ein Mann Essen oder was Gutes. Und irgendwann hat er sich falsch benommen. Die haben gestritten. Schade, das habe ich dir gekocht und gebügelt. Und es gibt Menschen, sie sagen solche unkluge Sprüche. Es lohnt sich nicht, gut zu sein. Warum habe ich gespendet? Warum habe ich geholfen? Ehrenamtler, jahrelang habe ich geholfen in die Gemeinde. Jahrelang habe ich geholfen in Witzo. Und ich bereue die Zeit, was habe ich gegeben? Reue? Verloren. Verloren. Alles, was hast du getan? Weg. Sag nie, dass du etwas bereut oder nicht mal das Wort schade, dass ich war gut. Wenn du schon das Wort sagst, schade, chaval, dass ich war gut, schon deine Gutes, deine Mitzwe ist stioniert. Und in dem Moment, wo du sagst, gar nicht, auch wenn es tut dir weh, du kannst sagen, ich habe so viel Gutes getan und ich bereue es. Es tut mir weh, dass die momentan der Zustand dieser so ist. Und ich habe keine Lust weiterzumachen. Aber das, was habe ich getan, bereue ich nicht. Das Gute, was habe ich dir gemacht, ich bin dankbar. Ich habe dir zugehört. Ich habe dich geliebt. Ich habe dich Vertrauen geschenkt. Gut, Verstrickung gibt immer. Menschen sind anders. Andere Charakter, andere Erwartungen. Kein Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen. Fein, verstehe ich. Aber nicht bereuen, nicht schade sagen auf gute Sachen, was hat man getan. Wir sagen jeden Abend beim Gebet, Vehoser Soton milfoneinu umachareinu. Entferne dem Satan vor uns und nach uns. Was heißt vor uns? Der Soton, der will nicht, soll der Mensch soll gute Sachen tun. Er gibt ihm immer Ausrede und Hindernisse und Zweifel und Kälte. Hilf nicht, mach nicht, spende nicht, tut nicht, ja? Und das macht er vorher. Sagen wir, der Mensch hat überwunden dem Satan und doch gegeben, doch geholfen, doch ein gutes Wort gesagt, doch geschenkt, doch geholfen. Später denkt er, ach, schade, das habe ich das gemacht. Der hat nicht mal bedankt, der hat nicht angerufen, der hat nicht gesagt, Dankeschön, schade, das habe ich das gemacht. Fehler. Große Fehler. Hast du gemacht? Hast du Sachar im Himmel? Hast du Belohnung und Honorar von Hashem? Was hast du Erwartungen an Menschen? Was sind Menschen? Menschen sind Menschen. Sie haben schöne Seiten und sie haben komplizierte Seiten. Jeden Mensch. Wenn du hast was Gutes getan, hast du jemandem ein gutes Wort gesagt, geholfen, gespendet, gekommen in die Synagoge, jemand was Essen gemacht, schade, das habe ich gekocht. Hast du deine ganze Zeit vermasselt? Gut. Das ist der erste Teil. Sehr schön. Jetzt gehen wir weiter. Diese Reue kann auch sehr negativ sein. Dass wenn ein Mensch sagt heute etwas und morgen bereut, er will fasten morgen und fastet nicht. Er sagt in die Synagoge, ich werde spenden eine Kiddusch und gibt nicht. Ich komme helfen bei der Tora-Einweihung. Kommt er nicht. Und es ist wichtig zu wissen, dass ein Mensch soll nicht jeden Montag und Donnerstag ändern seine Bräuche und seine Mitzvot und seinen Style, sondern soll er bleiben in einer Linie und in einer Routine.
Es gibt Menschen, die haben keine Konsequenz. Das nennt man heute Chavakuk. Heute ist er Chabad, morgen ist er Breslev, übermorgen ist er Rav Kook, danach ist er Karlibach. Nein, ich bin Satmer, ich bin Belz, ich bin Zionidati, ich bin traditionell, ich bin Jugendzentrum, ich bin... Nein, es ist erlaubt, manchmal zu tauschen oder sich bereichern, aber nicht jeden Montag und Donnerstag ändern deine Meinung, deine Linie, deine Bräuche, deine Sitten, deine Minhagim. Du gehst zu einer Synagoge, geh zu dieser Synagoge. Du gehst zu dieser, du hörst die Jury von dem Rabbiner, hör ihm. Du kannst nicht jeden zwei Wochen wechseln ein andere. Dann hast du keine Linie, keine Minhag und du wirst nicht wachsen. Also, wenn du spürst, bist du schon so weit zu wechseln, der Rebbe, der Lehrer lässt dich nicht weiter wachsen, du bist schon zum Top von seiner Meinung gekommen, sehr gut, legitim. Geh zu einem anderen Rebbe, aber dann geh zu einem, geh zu diesem Minhag, geh zu dieser Richtung. Ich sage immer, Leute, man stellt nicht eine Frage mehrere Rabbiners, man stellt das eine. Er wird dir sagen, was zu tun und Shabbat Shalom. Und ein Mensch soll nicht auf sich Sachen nehmen. Ja, ich bin vegetarisch, ich bin koscher, ich bin Zniut, ich will halten diese Kleider und so. Und dann, jeden gewisse Zeit, du guckst auf seine Kleider, ist er komisch, er ist unstabil, er hat keine Linie. Er ist mit Bart, ohne Bart, mit Kippa, ohne Kippa, schwarze Kippa, Kippa Sruga, alles ist koscher, alles ist wunderbar, aber such deine Weg, such deine Linie und komm nicht in die Synagoge mit so einer Kippa von Karton, von Kotel HaMaravi. Sagt der Ochos Tzadikim weiter, Mensch, kehre zu Hashem, solange deine Reue ist wert. Und verspäte nicht, bis du kommst zum Grab. Dann wirst du bereuen, aber deine Reue ist schon zu spät zu bereuen. Reue und zu verbessern kann man nur in dieser Welt. Wenn du hast was Schlechtes gemacht gegen jemand, denk nicht die ganze Zeit, was hat der andere schlecht gemacht. Denke über dich. Ich habe schlecht gemacht, du kannst es bereuen und sagen, Slicha, Entschuldigung, ich habe vermaselt, ich bin nicht in Ordnung. Gib zu. Das ist eine Reue. Ich weiß, ich war nicht in Ordnung. Und das ist schon der Anfang, dass Hashem wird dir verzeihen deine Sünden. Das heißt, auf schlechte Sachen, negative Sachen, Reue ist gut. Auf gute Sachen, Reue ist schlecht. Soll man nicht bereuen, gute Sachen, die hat man getan. Und wenn jemand zeigt dir auch Reue, dass er hat gegen dir was Schlechtes getan, und er bittet dich um Verzeihung, um Entschuldigung, um Vergebung, versteh ihm, gib ihm. Deshalb, König David sagt, Uvi viskoi memecho eskoitot. Was heißt das? Wenn einer hat sich zugegeben, dass er hat einen Fehler gemacht und er hat mit dir gestritten, gibt immer eine Chance, die Reue zu anerkennen. Jetzt, Reue ist der Weg zu allen guten Sachen. Wenn ein Mensch vermaselt, verschwindet seine Zeit, soll er reuen auf der Zeitverschwendung. Deshalb, der Mensch soll seine Zeit qualitativ nutzen. In Torah und Mitzvot, in alles, was er kann. Und genauso beim Gebete soll er sich bereuen. Warum habe ich nicht gedacht, Tschachis? Warum bin ich Schabbes nicht gekommen in die Synagoge? Schon diese Weh, schon diese Schade, schon diesen Libo in Nokfoi, schon wenn sein Herz tropft im Punkten von Reue, das ist schon eine gesunde Sache. Ich gebe ein Beispiel. Warum soll man nicht bereuen, gute Sachen, die hat man getan? Avraham Avinu hat doch genommen Yitzhak, seinen Sohn, zu der Akeda, Behar Moria, ihm zu bringen zum Korban, zu Hashem.
Was hat gemacht der Sotan? Er ist gegangen zu Sarai Imenu, zu der Frau, und er hat ihr erzählt, was hat Abraham geplant zu machen zu Yitzchak. Und er hat erzählt, und er hat ihn genommen, 3 Tage, und er hat ihn gelegt auf dem Altar, und er hat genommen der Macheles, und er hat noch nicht beendet die Geschichte, und Sarah von Angst ist gestorben. So erzählt uns die Rashi. Das heißt, wegen der Furcht und der Angst, dass Abraham hat gemacht, Hashems Gebot, Abraham hat verloren seine Frau, Sarah, und Yitzchak seine Mama. Die beiden konnten sagen, schade, dass wir haben gemacht diese Mitzwe. Schade, dass wir haben was Gutes getan und von dieses Gutes ist uns passiert so eine Tragödie. Aber Abraham Avinu hat nichts gesagt. Steht geschrieben, weil Yavo Avraham lispod le Sarah ve liv kota mit ein kleiner Kaff. Avraham ist gekommen, Trauerrede zu halten und weinen über Sarah. Weil Avraham hat gewusst, Gutes getan, soll man nicht bereuen. Und auch noch mehr, und das wundert mich immer, Avraham und Sarah haben in Haran, in Aram Naharaim, so viele Menschen, Männer und Frauen, gebracht zu Gott, zu Emunah an Hashem, zu Glaube an Gott. Die Menschen haben schon Giur gemacht, die waren schon Geret Zedek. Und wenn Avraham und Sarah haben gekommen nach Eretz Israel, nur ein bisschen sind mitgekommen und danach waren alle weg. Und danach sagen sie, schade, passiert gar nichts. Ich glaube, diese Gedanke ist enorm stark bei Eltern, bei Erziehern. Sie denken, ich habe getan und gemacht und gelehrt und gemacht so viel Shiurim und ich bereue, was kommt davon? Wo sind die Leute? Warum gibt es nicht viele Torah, gibt es nicht viele Mitzvot? Warum die Welt schockelt sich nicht von Yiddischkeit? Und man will es bereuen, das, was hat man gemacht. Der Yetzer Hara ist schlau. Er will dir bringen zu einem Chalishus Alev, zum Herzensweich. Sagt auch Ochros Tzadikim, lass dich nicht fallen in diesen Idee. Das, was habe ich gemacht, ich bereue keine Minute des Gutes. Alle guten Sachen, die habe ich getan und gemacht und gesagt, ich bin froh und stolz. Das steht mir zu. Jeden Moment, jeden Shiur. Ein Mensch, der manchmal kriegt eine schlechte Feedback, ich bekomme auch sehr oft Menschen, die sauer, die beschwerden, die kritisieren, die verletzen. Und der Mensch sagt, Moment, ich gebe so viel von mir, was kriege ich, eine feigende Nuss? Was kriege ich, ein Birne auf dem Kopf? Und Kritik und Unzufriedenheit und es kann bringen der Mensch zu so einer Erbitterung. Sagt auch das Tzadikim, nein, es kommt eine Prüfung für dich, ob das, was hast du getan, das Gutes, ob du stehst dazu. Weiterhin die Antwort lautet, ja, ich stehe dazu 100%, ich bereue keine Minute von das, was habe ich investiert in mein Leben und was Gutes getan. Also diese Idee ist in meinen Augen eine Brillant. Und deshalb, wenn ein Mensch ist schon immer in Gedanken, bei schlechten Sachen hat er Reue, bei guten Sachen hat er keine Reue, dann lebt er richtig. Und solange der Mensch lebt, hat er immer Reue, dass er konnte seine Zeit besser genießen, anstatt zu spielen und verschwenden die Zeit. Jetzt noch eine Sache. Diese Sache heißt, ein Wort halten. Steht geschrieben, Mishe para mi dora mabul, i para mi mishe lomet bediburo. Ein Mensch muss sein Wort halten. Wenn einer sagt, ich verkaufe es dir, dann muss er es verkaufen. Wenn einer hat gesagt, ich nehme dir, ich nehme dir. Wenn einer sagt, ich komme morgen in die Synagoge, soll er kommen. Er hat nicht versprochen, er hat nicht gemacht einen Neder. Aber zu sagen und Charata haben und es zu bereuen, es ist nicht menschlich und Hashem wird schon die Ergebnis bringen zu denjenigen, die etwas sagen und nicht tun. Okay. Klal Gadol. Jetzt kommt der Ochos Tzadikim zu einer Regel, zu einem Ende.
Denke in dein Herzen auf jeden Sache, die hast du getan schlecht gegen Gott, oder jeden Mitzwa, die hast du nicht getan, nicht vorsichtig gewesen. Du wirst dich bereuen. Und du sollst denken in dein Herz, warum habe ich nicht nachgejagt, zu machen die Wille von meinem Gott? Warum habe ich weggelassen die Wörter von Chachamim und ihre Moral? Das heißt, die Charata, die Reue, ist ein großer Tikkun zu allem Mitzvot. Und ich will die Sache jetzt schließen. Ein Mensch will essen Sandwich. Nur ein kleines Beispiel, ein Sandwich. Das Sandwich muss sein koscher. Wenn er hat gegessen ein Trefe-Sandwich, so Fleisch und Käse, später denkt er, schade, ich konnte kaufen ein Sandwich ohne Fleisch und Käse. Charata, Reue. Schon diese Reue, dass es dir unangenehm von Hashem oder tut dir weh, annulliert und stioniert diese Sünde. Stell mal vor, Mischechoto und Mischoret, Kiluloichoto, wenn ein Mensch hat gesündigt und er bereut es, ist als ob er hat nicht gesündigt. Wenn ein Mensch sagt, es tut mir weh, es schmerzt mir und es tut dir weh, Hashem wird dir es fertig machen. Gut. Sagen wir aber, ein Mensch hat gekauft ein koscheres Sandwich, nur mit Käse oder nur fleischig. Dann hat er auch eine Mitzwe. Welche Mitzwe? Netilat Yadayim. Er muss die Hände waschen. Sagen wir, er hat gegessen ohne Hände waschen, dann hat er auch eine Reue. Ach, schade. Warum war ich so eine faul? Ich konnte nicht aufstehen. Hier ist der Seffel. Also, hier ist der Seffel und hier ist der Schüssel. Ich konnte aufstehen und waschen meine Hände. Gut. Und da denkt er im Herzen, ab heute genug mit diesen Faulenzen. Haben wir auch gehabt, Shiur. Ich glaube, es ist Tor 16. Faulheit. Und ein Mensch bereut, dass er war so faul. Warum bin ich nicht aufgestanden und gemacht Netilat Yadayim? Das ist auf Gebote. Später. Wie viele Sandwiches soll er essen? Eins, zwei, gut, er gegessen, zwei ist er satt. Was passiert, wenn ein Mensch hat sich hereingestuppt? Drei Sandwiches. Was hat er später? Reue. Schade. Was bin ich, eine Säule, ein Fresser? Ich kann essen ein Sandwich, zwei, warum drei? Warum nach dem Sandwich noch ein Nasch oder ein... Versteht ihr? Also Reue ist eine gesunde Sache. Und deshalb sagt er, Tikkun gadol lekol ha-mitzvot, das ist eine Reparatur für alle Mitzvot, weil der Mensch die ganze Zeit wird leben mit Klarheit, mit Bewusstsein, mit Achten, nicht zu tun die Verbote, mit Achtsamkeit, mehr vorsichtig sein auf die Gebote, Netilat Yadayim auf dem Sandwich, Birkat Amazon, das Tischgebet, denken über dem anderen ein Sandwich zu geben. Du isst ein Sandwich, kauf zwei, kauf deine Frau auch ein Sandwich. Später kommst du nach Hause, was hast du gegessen? Sandwich. Und was ist mit mir? Was bin ich, eine Wand? Bin ich ein Erbschen? Hast du nicht gedacht über mir? Warum bin ich ein Esel? Also ich will auch ein Sandwich. Deshalb, der Mensch soll immer Sachen tun, dass er das nicht bereut. Ein Freund hat mir gesagt, dass manchmal hält er seinen Mund zu Hause, weil er hat keine Lust, am nächsten Tag so viel Entschuldigung zu sagen. Er will nicht bereuen die ganze Zeit. Also, schlechte Sachen soll man bereuen. Nicht gute Sachen, also gute Sachen, die hat man nicht gemacht, bereuen. Hände waschen, andere Sandwich kaufen, Tischgebet. Und gute Sachen, die habe ich getan, auch wenn später die Ergebnisse war mir nicht so ayayay, nicht bereuen. Hast du was Gutes getan? Toda rabba. Steh dir zu. Hast du geholfen? Hast du unterstützt? Hast du dem anderen gehört? Hast du ihm gegeben einen guten Rat? Warst du mit ihm offen? Hast du mit ihm schöne Momente gehabt? Nicht verkehrt. Gutes bleibt Gutes. Nichts bereuen. Es hat eine mit dem anderen nichts zu tun. Also ich finde es Sensation. Dass ein Mensch soll nie bereuen,
Das nennt man, weil es annulliert alles. Es annulliert alles, was hat man. Sagen wir, eine in seiner Jugend war in einer Yeshiva. Ein Jahr. Und später geht er nicht in dem richtigen Weg. Und wenn er sagt, ach, schade, dass ich war ein Jahr in einer Yeshiva oder in einer Talmud Torah, schade, dass ich zur Religionsschule gegangen bin. Das annulliert alle gute Sachen. Das wäre schade. Also achten, nicht sich Schmerzen zu haben auf gute Sachen, die hast du getan. Schkoyach. Ich hoffe, die Sache ist klar angekommen. Schkoyach.